Also herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Heute mit mir ist der Herr Kuma. Kuma werde, also stell sich vor. Genau, zu mir. Ich bin Kuma Bugen, wie bereits gesagt wurde. Ich bin 25 Jahre alt. Ich studiere noch BWL an der Hochschule München und ich gebe seit circa 3 Jahren Workshops, aber auch Seminare in Bezug auf Rassismus, afrikanische Geschichte, in Bezug vor allem auf Kolonialgeschichte. Und das wird auch meine Thematik heute eher sein, also Kolonialgeschichte in Bezug auf Frauen und teilweise auch ein Teil der afrikanischen Geschichte. Mit dem Workshop und so weiter anfangen ist wichtig, dass wir ein bisschen auch ganz Kraft haben und Entspannung. Wir können auch aufstehen. Dankeschön. Genau. Mein Punkt wird heute eher sein Kolonialgeschichte. Und dann werde ich versuchen, euch zu zeigen, wie Kolonialgeschichte das Bild der afrikanischen Frau spezifisch beeinflusst hat, beschädigt hat, mit einer Lektüre als Beispiel. Und am Ende werde ich euch aber auch zeigen, welche Rollen Frauen einnehmen konnten in den damaligen afrikanischen Gesellschaften. Denn oft denkt man, dass Frauen immer unterdrückt oder ausgegrenzt wurden in der Gesellschaft, aber es gab auch viele Königinnen, Widerstandskämpferinnen, die ich euch hier präsentiert werde, die auch in den jeweiligen Ländern immer noch gehuldigt werden oder auch Denkmäler haben. Genau, ich habe auch, das mache ich öfters in den Workshops, Quizfragen eingebaut. Die haben jetzt nicht per se was mit der Thematik zu tun, ist einfach nur, damit es nicht zu monoton ist. Also die Quizfragen sind schon über Afrika und Geschichte, aber es hat jetzt nicht per se was mit der Thematik zu tun, ist einfach nur, damit ihr vielleicht euren Wissen testen könnt und vielleicht auch Neues auf eine andere Art und Weise lernen könnt. Genau, also das sind nochmal meine 2 Hauptpunkte, echte Dekolonialisierung durch Aufklärungsarbeit, also wir fangen mit Kolonialzeit an. Und dann der 2. Punkt wird sein, wie das Bild der Frau durch die Sklaverei oder durch Kolonialgeschichte, also hier wird es mehr um afrikanische Frauen gehen, beschädigt wurde oder beeinflusst wurde. Mit diesem Satz will ich nicht sagen, dass es davor keine Feindlichkeiten geben konnte in den jeweiligen afrikanischen Königreichen oder Gesellschaften, aber ich werde versuchen, euch aufzuzeigen, wie diese beiden Regionen, also Sklaverei und Kolonialgeschichte, das Bild der afrikanischen Frau beeinflusst hat, bis heute teilweise. Genau. Genau, was ist Kolonialismus? Vielleicht wissen es einige von euch, also ich gehe mal davon aus, die meisten von euch wissen es. Um es einfach zu machen, das ist, wenn ein Land ein anderes Land beherrscht, dominiert. Das heißt, Land A entscheidet, welche Sprache gesprochen wird, wie die Wirtschaft vor Ort betrieben wird und die Menschen vor Ort werden sehr, sehr schlecht behandelt, unterdrückt. Genau, und verlieren auch einen Teil ihrer Kultur. Genau, das ist auch in Asien passiert, aber natürlich auch in Afrika, was meine Spezialität ist. Nächste Folie. Früher war Afrika nämlich nicht aus Ländern, so wie wir es heute kennen, sondern es gab verschiedene Königreiche. Genau. Hier vielleicht kennt ihr ein paar Königreiche namentlich. Das Königreich Mali gab es früher, das Königreich Kongo, das Königreich Ruanda. Hier sind nicht alle Königreiche gekennzeichnet. Wir werden wahrscheinlich über 1, 2 reden, wenn wir über heldenhafte Frauen sprechen werden in der Geschichte. Aber ihr müsst euch vorstellen, früher waren es wirklich eher Gesellschaften und Königreiche. Und diese Königreiche konnten sowohl Könige als auch Königinnen haben. Und wenn es nicht Königinnen waren, dann waren es Königsmutter. Die Königsmutter hatte meistens die Rolle, aus jüngeren Könige einen wirklich verantwortungsvollen König zu machen. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt jemand vielleicht Shaka Zulu? Südafrika, da gibt es eine bekannte Serie, die auf Netflix letzten. Hat den Namen schon mal gehört? Welchen? Ich habe schon mal gehört. Okay, weil Shaka Zulu war ein sehr, sehr berühmter König, des Reich Zulu in heutigen Südafrika. Aber viele vergessen, welche Rolle seine Mutter gespielt hat, Nandi. Nämlich sie hat ihn zu einem König gemacht und sie hat eben die Armeen aus dem Zulu-Reich geführt. Und als sie gestorben ist, hat es maßgeblich dazu beigetragen, dass das Zulu-Reich mehr oder weniger von den Briten eingenommen werden konnte. Genau. Aber heute haben wir ja keine Königreiche, wie ihr sehen könnt, sondern wir haben Länder aufgrund der berühmten Kongo-Konferenz, auch Afrika-Konferenz genannt, die zwischen 1884 bis 1885 in Berlin stattfand.
Unter der Einladung vom damaligen Reichskanzler Otto von Bismarck haben sich mehrere europäische Länder, wie hier, getroffen und haben den afrikanischen Kontinent aufgeteilt. Wie ein Kuchen, muss man sich vorstellen. Und jeder hat so ein bisschen wie ein Stück Kuchen seine Kolonien draus genommen. Also Deutschland hatte ja auch Kolonien, Portugal war auch dabei, Großbritannien, Frankreich natürlich, aber auch andere Länder wie Spanien, Italien. Genau. Und ihr müsst euch vorstellen, die Grenzen, die wir heute sehen in Bezug auf Afrika, wurden in dieser Konferenz entschieden. Und in dieser Konferenz haben auch die verschiedenen Länder ihre kolonialen Namen erhalten. Zum Beispiel ein Land wie Elfenbeinküste, wer hat schon mal gehört? Elfenbeinküste? Genau, das ist ein Name, das in Berlin bestimmt wurde von den Franzosen, weil Elfenbeinküste war ja eine französische Kolonie. Aber wie ich bereits gesagt habe, Deutschland hat auch Kolonien, Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Südwestafrika, Kamerun, unsere Heimatländer und Togo. Das heißt, von 1884 bis zum Ersten Weltkrieg haben die Deutschen vor Ort entschieden. Genau, es gibt sehr viele Kunstausstellungen, auch Filme, die gedreht wurden über Rudolf Boalamangabe. Ich weiß nicht, ob der Name, jemand schon mal von dem Namen. Genau, in Deutschland gibt es auch Plätze in Ulm, in Aalen, in Berlin, die nach Rudolf Boalamangabe benannt wurde. Der hat zum Beispiel in Kamerun, natürlich nicht nur er, aber es ist so die Hauptfigur, die man sich gemerkt hat, der hat in Kamerun gegen die Deutschen gekämpft, für die Freiheit des Landes. Genau. Und heute heißen diese Länder Namibia, Botswana, Tansania, Burundi, Ruanda. Aber damals hießen diese Regionen, diese Reiche wirklich Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Ostafrika. Also wenn ihr euch die damaligen Karten zwischen 1884 bis dem Ersten Weltkrieg anschaut, werdet ihr diese Namen nicht sehen, sondern ihr werdet nur Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Ostafrika sehen. Genau. Und bevor wir zur Quizfrage kommen, aber das war gut, nee, das war gut. Deutschland hatte seine Kolonien bis zum Ersten Weltkrieg, aber Deutschland hat seine Kolonien verloren aufgrund dem berühmten Versailler Vertrag. Das heißt, die meisten Kolonien wurden dann aufgeteilt zwischen Frankreich und Großbritannien. Das ist unter anderem auch in Kamerun passiert. Kamerun wurde aufgeteilt zwischen Frankreich, die haben 4/5 des Landes erhalten und der Rest hat dann Großbritannien errungen. Genau. Genau, die Mehrheit hat richtig. Am 14. Juli, um genauer zu sein, hat der General Gustav Nachtigall mit Schutzverträge unterzeichnet mit den damaligen Oberhäuptern in Douala. Also ihr müsst euch vorstellen, das hat man bis heute teilweise in einigen afrikanischen Ländern, dass in den verschiedenen Städten oder Dörfern es Oberhäupter gibt. Und die haben halt dann die Schutzverträge unterschrieben mit den Deutschen damals. Darunter auch der Vater von Rudolf Boalamangabe, der eben dafür war, dass Deutschland das Reich Douala einnehmen kann, was dann später, was die Deutschen dann später halt, haben halt ganz Kamerun eingenommen. Aber sein Sohn, Rudolf Boalamangabe, der auch in Deutschland ziemlich bekannt ist, hat dann gegen dieses Kolonialismus gekämpft, weil die Deutschen eben die Schutzverträge nicht respektiert haben. Genau. So viel dazu. Eine zweite Quizfrage, die ist vielleicht auch ein bisschen einfacher für die, die vielleicht die News die letzten Wochen mitbekommen haben. In welchem Land verübte Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen Völkermord oder einen Genozid? Ja? Togo? Gibt es andere Möglichkeiten? Namibia, genau. Namibia, das ist in den letzten Wochen vor allem nochmal aufgekommen, weil die Vertreter von Namibia, natürlich insbesondere die Vertreter der Herero und der Namas, haben sich mit der deutschen Delegation getroffen. Und zwar ging es hier besonders um die Volksgruppe Herero und Nama. Die wurden insbesondere von 1904 bis 1908 von den Deutschen brutal massakriert, massenhaft. Und da gibt es gerade Diskussionen, gerade in den letzten Jahren, dass Reparationszahlungen seitens Deutschland an die Herero und an die Namas gezahlt werden müssen. Ich habe eine Frage, die ja. Diese Schutzverträge, was sollten die Deutschen beschützen? Eine Schutzverträge war der Name, wie das genannt wurde. Das Ziel war, früher waren ja deutsche Unternehmen, die in diesen Ländern gegangen sind. Und dann ging es eher um Interessen. Konflikte. Und später dann aber, Rudolf Boalamangabe hat das unter anderem gezeigt, wurde aus Schutzverträgen leider Kolonialismus. Ja, was war der Geschichte? Also ich verstehe nicht, was der Schutz, für was war das ursprüngliche Vertrag? Also den haben ja die Afrikaner, also das war wirklich dann. Schutzverträge Kamerun, Togo, Namibia. Was war das Interesse? Das Ziel war, also das Ziel für Deutschland war natürlich Rohstoffe und Ressourcen. Aber von Kamerun war Schutz. Den Schutz wie der Name schon ein bisschen sagt, Schutz zu erhalten von den deutschen Mächten. Gegenüber andere afrikanische Königreiche oder gegenüber andere europäische Königreiche. Okay. Es gibt aber auch, ich wollte jetzt nicht zu sehr in Details, aber es gibt auch einige Oberhäupter aus Ruanda, die beispielsweise die Schutzverträge eher mit den Engländern unterschreiben wollten.
um sich eben wieder gegen die Deutschen zu verteidigen. Also es gab so einen Interessenkonflikt, genau daher der Name Schutzverträge, aber es ist sehr schnell Kolonialismus geworden, weil eben die Menschen nicht gut behandelt wurden. Und ein Rudolf Dollermann-Gabell hat ja in Bonn unter anderem studiert, Jura, er kannte sich sehr gut mit der deutschen Rechtslage aus und konnte natürlich für die Unabhängigkeit argumentieren. Genau, und da habe ich mich auf dieses Buch basiert. Leider wurde das Buch noch nicht übersetzt. Ich hoffe, dass es sich in nächster Zeit ändern wird. Das Buch heißt Sex, Rasse und Kolonie von dem Historiker Pascal Blanchard aus Frankreich. Er ist Spezialist auf Kolonialgeschichte und er hat versucht, durch diese Lektüre zu zeigen, wie Frauen, vor allem in der Kolonialzeit, unterdrückt wurden. Also in dem Buch, es ist nichts für schwache Nerven, da sind sehr, sehr viele schockierende Bilder drinnen. Also da muss man wirklich bereit sein, weil man sieht quasi, wie Kolonialverbrecher mit afrikanischen, südamerikanischen, aber auch asiatischen Frauen posieren und sie quasi wie Trophäen darstellen. Er spricht auch über Massenvergewaltigungen, um ein gewisses Machtverhältnis zu demonstrieren gegenüber den Kolonien. Also Frauen, also es ist so, glaube ich, einer der ersten Bücher in Frankreich, die wirklich den Fokus Kolonialgeschichte auf die Frau gesetzt hat, wie das Frauenbild wahrgenommen wurde und wie auch teilweise Kolonialländer aus Frauen fast schon Objekte gemacht haben, die sie besitzen als Eigentum. Genau. Und er wurde auch für das Buch, vielleicht wird man es auf der nächsten Folie sehen, er wurde auch für das Buch eingeladen in einer offiziellen Sendung. Er wurde auch sehr stark dafür kritisiert, dafür, dass die Bilder halt so zu sehen sind. Es gibt einige, die sagen, die Bilder können sehr verstörend sein, sehr schockierend sein. Es gibt einige, die sagen, wir brauchen diese Bilder, um zu verstehen, was da vorgegangen ist. Also es sind so zwei verschiedene Rollen, die es gibt. Und sein Buch ist so einer der populärsten Buch, insbesondere in Frankreich, die eben die Übersexualisierung, insbesondere der afrikanischen Frau, seit der Kolonialzeit perfekt zeigt. Auch der südamerikanischen, auch der asiatischen Frau. Genau, hier haben wir nochmal ein weiteres Bild, wie Frauen leider oder auch junge Mädchen konnte es sein, präsentiert wurden. Und teilweise versucht er auch in seiner Lektüre, das habe ich vergessen zu sagen, aufzuzeigen, wie diese Mentalitäten, da sie nicht aufgearbeitet wurden, uns bis heute verfolgen, dass wenn wir afrikanische Frau oder asiatische Frau oder südamerikanische Frau hören, für einige wir das mit bestimmten Vorurteilen oder Klischees verbinden. So als Beispiel diese Hypersexualisierung oder dieses exotische Frauenbild, versucht halt so ein bisschen den Zusammenhang heute zu machen. In seinem Buch spricht er auch in den letzten Seiten über den Sextourismus, den es heutzutage leider immer noch gibt in einigen Ländern, wo teilweise Menschen aus gehüteten Ländern kommen und halt ihre Fantasien leider in sogenannten südländischen Ländern ausleben. Genau, er versucht so ein bisschen den Zusammenhang zwischen den beiden zu machen. Also sehr, sehr interessantes Buch, aber sehr schockierende Bilder. Aber ich finde, man lernt halt wirklich, man sieht halt wirklich, wie die afrikanische Frau, wie die asiatische Frau unter diesen kolonialen Machtstrukturen gelitten hat und sie quasi sich nicht verteidigen konnte. Genau. Genau, dann habe ich ein anderes Beispiel genommen. Dazu gibt es aber eine Netflix-Serie, das ist vielleicht noch einfacher für euch, weil die Netflix-Serie wurde in allen Sprachen gefühlt übersetzt. Venus Noir ist das französische Titel, eigentlich sagt man im Englischen Black Venus, aber wie gesagt, auf Netflix findet ihr diese Serie. Da geht es um die Geschichte von Sarah Wagner. Das ist ziemlich populär, weil sie wurde aus Südafrika nach Europa gebracht. Gegen ihren Willen geht man davon aus. Sie kam aus der Volksgruppe Kokoi, das ist eine Volksgruppe in Südafrika. Und sie wurde ausgestellt wie eine Trophäe, sowohl in Großbritannien als auch in Frankreich. Und man hat sich quasi über ihre Körperattribute, Merkmale extrem lustig gemacht. Ich habe lange überlegt, ob ich ein Bild zeige, aber da die Bilder für mich, also es war schon ein bisschen übertrieben, deswegen dachte ich mir, lieber nicht. Aber was ich euch empfehlen kann, für die, die es interessiert, auf jeden Fall den Namen Sarah Wagner eingeben, weil über ihr Leben wurde extrem viel geschrieben, extrem viel recherchiert und es zeigt auch wieder, wie diese Attribute oder wie ihr Körper quasi, wie sie fast schon animalisiert wurde, wie sie hypersexualisiert wurde, weil sie stand quasi, muss ich das vorstellen, wie im Zirkus gegen ihren Willen. Und sie wurde von Leuten angefasst, abfotografiert, Leute haben sich über sie lustig gemacht. Und auch nach ihrem Tod leider wurden, obwohl die südafrikanische Regierung lange darum gebeten hat, ihre körperlichen Reste wurden lange in Großbritannien aufbewahrt. Erst 2002, dank Nelson Mandela, wurde ihr Körper zurückgebracht, weil er es eben wichtig fand, an ihre Geschichte zu erinnern. Genau. Das ist so ein perfektes Beispiel. Ein anderes Beispiel, das kam vor allem auf bei der Black Lives Matter Demonstration, da geht es um James Baron Sims. Er galt lange in Amerika, insbesondere in Montgomery, als Vater der Medizin, als Vater der Gynäkologie. Aber was viele nicht wussten, und deswegen ist Aufarbeitung so wichtig, er hat für seine medizinische Erfolge den Körper von schwarzen Frauen benutzt. Also man muss sich das so vorstellen, wenn wir heute operiert werden, um auf Narkose zu stellen, dann werden wir wahrscheinlich jeden Schmerz spüren.
Und erst nachdem er diese bestimmte Erfolge sehen konnte, hat er die dann an weiße Patienten vollbracht. Genau. Viele Frauen sind dadurch gestorben, an Verblutungen zum Beispiel, oder konnten keine Kinder mehr bekommen, waren nicht mehr arbeitsfähig. Und diesbezüglich wurde auch seine Statue erst im Jahr 2018 in New York entfernt, weil eben herauskam, dass seine Erfolge, medizinische Erfolge, auf Blut und auf Leid der anderen basiert. Genau. Deswegen ist Aufklärungsarbeit so wichtig, eben damit Denkmäler oder Menschen, die solche Sachen gemacht haben, nicht mit einer Statue belohnt werden. Weil eine Statue oder ein Denkmal für mich ist etwas, ist eine Ehre, wenn man jemanden erweist, der unsere Geschichte geprägt hat. Genau. Ich hätte eine Frage, wurden damals auch Männer quasi operiert? Mhm. Ja, also da gibt es sogar ein deutsches Beispiel, Robert Koch. Ich habe es jetzt nicht mit reingenommen, aber Robert Koch beispielsweise ist nach Afrika gegangen und hat einen Medizintest durchgeführt. Unter anderem mit der, wie hieß das Medikament, Atoxaxodicil, wenn ich mich nicht täusche, und hat das dann quasi dort in Afrika ausgetestet, wodurch viele Menschen verletzt wurden, insbesondere Männer und auch Frauen und auch Kinder. Und er hat dieses Medikament dann erst in Deutschland verbreitet oder benutzt. Aber das kennt man ja auch von denen, man hat ja auch damals versucht gegen AIDS. Ja. Genau. Genau. Ich meine jetzt sogar in zu ihm nicht, also zu ihm, also bestimmt schon, aber zu ihm jetzt persönlich nicht, also weil er galt als Gynäkologe, also sein Spezialgebiet war als Frauen, aber es gab auch Männer, die als, es gibt ein interessantes Buch, leider auch auf Französisch, Schwarze Körper, weiße Ärzte, die das so ganz so ein bisschen nachverfolgen. Ich glaube, das wurde aber im Englischen übersetzt, genau. Aber jetzt in dem Fall nur Frauen, leider. Genau. Dann haben wir ein weiteres Instrument, und zwar, vielleicht kennen einige von euch das berühmte Kabar-Kleid, das vor allem in Westafrika getragen wird. Was viele aber nicht wissen hinter dieser Geschichte, ist zwar, dass Alfred Zucker oder eher seine Frau Helen Zucker fanden damals in der Zeit der Kolonialisierung, dass afrikanische Frauen viel zu freizügig waren. Und es kam ja oft zu Vergewaltigungen oder zu Beziehungen zwischen europäischen Männern und afrikanischen Männern, was natürlich die britischen Frauen nicht so gut fanden. Weswegen sie damals gesagt haben, cover it all, also bedeckt euren Körper, zeigt euch nicht zu freizügig. Und aus cover it all wurde dann Kabar. Mittlerweile ist Kabar aber fast so etwas wie eine Mode, das gehört zur afrikanischen Kultur fast schon dazu, ne? Vor allem in Westafrika. Aber das Instrument oder das Kleid, das Prinzip kam eigentlich eher dahinter, dass man wollte, dass die afrikanische Frau sich bedeckt, damit sie nicht die Begierde oder die Lust vom europäischen Mann erweckt. Und kommen wir zurück zu der Präsentation. Jetzt kommen wir zum letzten Part. Wir haben ja viel über Negativität gesprochen. Ich wollte ein bisschen was Positiveres einnehmen, und zwar welche Rollen Frauen in bestimmten Königreichen vor der Kolonialisierung und teilweise sogar vor der Sklaverei einnehmen konnten. Ne? Klar habe ich hier auch in diesem Part einige Widerstandskämpferinnen, weil überall, wo es Ungerechtigkeit und Unterdrückung gibt, gibt es immer Menschen, die aufstehen. Und mir war es wichtig, in diesem Part auch diese Frauen zu zeigen, die eben Nein gesagt haben zur Unterdrückung. Die Nein zur Unterdrückung gegen die Frau gesagt haben und die Nein zur Unterdrückung gegen ihren Territorium gesagt haben. Genau, die frei in ihren Heimatländern sein wollten. Genau. Danke. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch mal eine Quizfrage. Und zwar, wie nannte man oder wie hieß die damalige Frauenarmee aus dem Königreich Dahomey, das bis zum 19. Jahrhundert existierte? Es gab eine berühmte Frauenarmee aus dem Königreich Dahomey, das ist heutiges Benin, das eben mehr als 200 Jahre lang gekämpft hat für die Freiheit. Genau, die waren sehr populär. Genau, ich habe diesmal nur drei Antwortmöglichkeiten. Die wurden auf Schnelligkeit, die wurden auf Kraft trainiert, waren auch teilweise, konnten auch in politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen mitwirken. Also die hatten einen sehr, sehr hohen Status und waren sehr respektiert und auch gefürchtet. Vor allem von ihren Gegnern, sie haben sehr viele Kriege gewonnen. Wer sagt Ubuntu auf Dahomey? Eine Person. Amazon auf Dahomey? Okay. The Woman King. Genau. Die richtige Antwort ist Amazon auf Dahomey. Es gibt einen sehr berühmten Film, der letztes Jahr oder dieses Jahr rausgekommen ist, The Woman King, das ihre Geschichte verfilmt. Also es war eine Frauenarmee, die mehr als 200 Jahre lang dafür gesorgt haben, dass dieser Königreich Dahomey erst sehr spät von den Franzosen eingenommen wurde. Also sie haben lange gekämpft und sie waren sehr, sehr respektiert und sehr, sehr gefürchtet. Und sie waren nicht nur Soldatinnen, sondern sie hatten auch Einfluss auf die Politik und wirtschaftliche Entscheidungen. Also in dem Film The Woman King, für die, die es noch nicht gesehen haben, kann ich auf jeden Fall empfehlen,
Weil in diesem Film sieht man nicht nur ihre Stärke als Soldatinnen, sondern man sieht auch, wie sie teilweise auf politische und wirtschaftliche Situationen mitwirken. Ne? Und maßgeblichen Königreich Dahomey dazu beigetragen haben, dass dieser Königreich bis Ende des 19. Jahrhunderts zumindest frei sein konnte. Ubuntu, das ist eine Philosophie, das Wort gibt es schon, aber es ist eine Philosophie aus Südafrika, die besagt, dass ich bin, weil wir sind. Also die den Fokus auf die Gruppe, auf das Wir legt. Genau. Und The Woman King ist der Name vom Film. Genau. Den ich euch empfehle. Hier habt ihr den nochmal, also schaut ihn euch auf jeden Fall an, weil da könnt ihr auf jeden Fall. Also der Film ist ziemlich gut gemacht, weil es einerseits die Stärke, die Disziplin zeigt, wie Frauen, also wie diese Frauenarmee respektiert wurde und wie sie auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass ein Königreich wie Dahomey so lange frei sein konnte. Ne? Also Dahomey ist das heutige Benin. Hier ist nochmal ein Bild von ihr zu sehen. In Deutschland oder ich sag jetzt mal in Europa werden sie Amazon genannt. Aber in Benin werden sie Minus genannt. Minus heißt so viel wie unsere Mütter auf der Fondsprache. Genau. Amazon, den Namen haben sie eigentlich ursprünglich von Europäern bekommen im 17. Jahrhundert, weil sie den Bezug gemacht haben mit griechischer Mythologie. Soweit ich weiß, gab es in Europa, in der europäischen Geschichte schon mal in der griechischen Mythologie eine Frauenarmee, die Amazon genannt wurde. Und diesbezüglich haben die Europäer, die auch ihre Kämpfe gegen die Minus hatten, diese Frauenarmee Amazon genannt. Aber in Benin oder in Westafrika, meistens auch in der Geschichte, werden sie Minus genannt, unsere Mütter. Genau. Und sie haben auch eine symbolische Statue erhalten in Benin, die gibt es aber schon länger, ich weiß nicht genau in welchem Jahr, aber diese Statue soll die Mino-Geschichte repräsentieren und würdigen und soll nicht nur die Frauen der Vergangenheit würdigen, sondern soll auch so ein bisschen den Respekt allgemein der Frau so ein bisschen propagieren. Genau, also es ist eine sehr, sehr große Statue, die ist auch gegenüber vom Präsidentenhaus aus dem Benin. Und die Regierung aus Benin hat ganz explizit gesagt, diese Statue repräsentiert nicht eine Frau, weil es gab lange das Gerücht, dass diese Statue eine Frau repräsentiert namens Tassie Hakbe, die eine berühmte Mino-Kämpferin war. Nein, diese Statue repräsentiert laut der Regierung diese ganze Frauenarmee, weil sie repräsentieren Freiheit, sie repräsentieren Licht, sie repräsentieren Stärke. Genau, das ist so ein bisschen dieses Bild, vielleicht habt ihr diesen Flyer kurz durchgelesen, da stand auch was von Amazon, kriegerischen, so ein bisschen dieses kriegerische Bild, den sie reflektierten, genau. Haare hat, weil es dann typisch für die. Also, viele Amazonen hatten kürzere Haare. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Frisuren eine Rolle spielen konnten. Und es gab Königreiche, wenn eine Frau oder ein Mann in den Krieg gegangen ist oder wenn eine schlechte Nachricht bevorstand, dass man sich die Haare kürzer geschnitten hat. Ich habe auch im Film gemerkt, Woman King, dass die Schauspielerinnen alle ziemlich kurze Haare oder eine Glatze haben. Also, es kann durchaus sein. Ja. Also, Frisuren verraten oder. In den damaligen Kontext haben sehr viel verraten über die Geschichte. Also, das ist eine sehr gute Frage. Genau. Oder über ihren Status auch. Genau, ihren Status in der Gesellschaft. Genau. Ich habe ja vorhin gemeint, dass die Frisur sagen könnte, ob man aus einer adeligen Familie kommt, ne? Oder ob man vor einer Trauersituation ist. Genau, also die Frisur war sehr, sehr wichtig. Ich habe eine andere Persönlichkeit genommen, die ist in Angola sehr, sehr bekannt, aber nicht nur. Das ist Singa von Matamba. Sie hat über das Königreich Ndongo Matamba geherrscht, heutiges Benin. Ich habe ja gesagt, damals haben wir eher von Reiche gesprochen oder Gesellschaften. Heute sprechen wir von Ländern und sie hat über das Reich Matamba Ndongo geherrscht. Und sie hat lange, lange Zeit dafür gesorgt, als Anführerin der Armee und Königin, dass die Portugiesen vertrieben wurden. Genau, sie hatte auch diesen Königstitel Ngola. Genau, also Königinnen oder Könige wurden oft so einen Titel. Also in Mali beispielsweise haben die den Titel Mansa, wenn du König oder Königin warst. In Angola oder in dem Fall Matamba-Reich haben die den Titel Gola gehabt. Genau. Und sie hat auch in der Stadt Luanda eine Statue, die an ihre Geschichte erinnert. Und auch hier haben wir einen sehr guten Netflix-Film, der zeigt, wie sie maßgeblich dazu beigetragen hat, die Portugiesen zu entfernen und für die Freiheit des Reiches zu kämpfen. Genau. Und auch sie war sehr, sehr politisch sehr, sehr engagiert und vor allem sehr, sehr reif. Also sie konnte sich politisch sehr, sehr gut ausdrücken. Und ihr war es wichtig, dass die Traditionen und die Kulturen des Reiches aufrecht bleiben. Das heißt, sie hatte Angst, dass die Invasion oder der Kolonialismus bestimmte Kulturen auslöschen würde. Also das wird auch in den Filmen, muss ich sagen, sehr, sehr gut nochmal in der Serie, Entschuldigung, das wird da sehr, sehr gut aufgezeigt. Genau. Wir haben aber auch, da hier sind wir 25 vor Christus, wir haben die Königin Amanireras aus dem Kusch-Königreich, das ist das heutige Sudan. Die Ägypter sagen Kusch-Königreich, die Sudanesen sagen Libyen. Genau, sie war eine libysche Königin und sie ist sehr in die Geschichte gegangen, von Sudan bis heute teilweise, weil sie den Kaiser Augustus, also der erste Kaiser der Römer,
besiegt hat nach 5 Jahren. Also sie hat die Armee angeführt, sie war eine Königin und sie hat auch in der Stadt Meroe eine Pyramide ihr zu Ehren. Also es gibt ja Pyramiden, die zu Ehren von einigen Frauen und Männern errichtet wurden. Und sie hat eine Pyramide in der Stadt Meroe ihr zu Ehren. Genau. Meroe war die damalige Hauptstadt des Königreichs Kusch oder Libyen. Genau. Heute ist Libyen eher eine Volksgruppe, die findet man in Nordsudan und in Südägypten. Aber Libyen war auch ein sehr, sehr wichtiger Reich. Darauf sprechen wir über Ägypten, aber auch Kusch oder Libyen war ein sehr, sehr wichtiger Reich. Und kurzer Funfact dazu, die meisten Pyramiden auf der Welt sind nicht in Ägypten, sondern in Sudan. Also wenn ihr die meisten Pyramiden betrachten wollt oder genießen wollt, dann habt ihr in Sudan mehr die Möglichkeit. Wobei momentan leider mit der politischen Situation nicht so einfach ist, aber historisch ist das Land auch ein sehr, sehr wichtiges Land. Genau. Und sie hatte den Königstitel Kandake. Ich habe ja gesagt, in jedem Reich gab es Königintitel und sie wird oft in der Geschichte als Kandake Amanieras zitiert. Genau. Und was bei ihr interessant war, sie konnte aus einem Auge nicht sehen. Ja, und hat trotzdem gekämpft und war trotzdem eine Königin, die sehr respektiert wurde. Genau. Auch in dem Widerstand, ich habe ja vorhin über Kolonialismus, Unterdrückung und Hypersexualisierung der Frau gesprochen, aber es gab Frauen, die auch Widerstand geleistet haben und gesagt haben, nee, uns ist unsere Freiheit wichtig und wir wollen nicht kolonisiert werden. Wir wollen nicht unterdrückt werden. Unter anderem die Königin Ravana III. Sie war die Nachfolgerin von Ravana II, ihre Tante. Und sie hat lange Zeit dagegen gekämpft, um die Franzosen zu verjagen. Deswegen haben die Franzosen erst 1896 das Land einnehmen können, weil sie sehr lange dagegen gekämpft hat. Und sie wurde auch, nachdem die Franzosen das Reich Madagaskar eingenommen hat, des Landes verwiesen nach Algerien. Aber sie wurde in Madagaskar nach ihrem Tod, lange nach ihrem Tod, gehuldigt, ne, weil sie eben auch dafür gesorgt haben, dass Madagaskar so lange frei sein konnte, weil sie sehr, sehr mutig war. Genau. Ich habe Madagaskar genommen, weil es so ein Land ist, worüber weniger gesprochen wird, obwohl es eine ziemlich wichtige Geschichte gibt rund um Madagaskar. Es gibt auch die berühmten Insel Lemachs, die gerade in der Aktualität diskutiert werden, weil immer noch Frankreich gehören, obwohl diese Insel Lemachs eigentlich Madagaskar gehören. Das ist so ein bisschen das, was ich in Madagaskar verbinde. Aber sie war auf jeden Fall eine sehr heldenhafte und mutige Frau, die sich lange auch dafür engagiert hat, die Freiheit von ihrem Reich aufzubewahren. Genau. Ein anderes Vorbild, hier sind wir wieder in Ghana, und zwar ist Yaa Asantewaa. Ein kurzer Funfact zu den Namen in Ghana. Ihr müsst wissen, je nachdem, an welchem Tag man geboren ist, bekommt man bestimmte Namen, ne, in Ghana. Also nicht in Ghana, aber in der Volksgruppe Akan, die in Ghana ist. Genau. Sie ist einen Donnerstag geboren, deswegen hat sie den Namen Yaa bekommen und dann Asantewaa. Beispielsweise Männer, die am Freitag geboren sind, bekommen den Namen Kofi. Genau. Das sind nicht ihre einzigen Namen, aber das verdeutlicht, also für die Leute, die aus dieser Akan-Gruppe kommen, in welchen Tag sie geboren sind. Und Yaa Asantewaa ist heute auf dem 20-Cedi-Schein zu sehen. Cedi ist die Währung, womit wir zahlen in Ghana. Und sie ist darauf abgeblitzt, warum? Weil sie eine Frau war, die lange auch gegen den britischen Kolonialismus gekämpft hat. Sie war Königinsmutter des Reich Ashanti und sie hat lange, lange gekämpft. Und sie ist sogar in die Geschichte gegangen mit dem Zitat, wenn die Männer nicht für unsere Freiheit kämpfen können, dann müssen wir Frauen das selber tun. Und sie hat zu Ehren ihrer Geschichte und vor allem zu ihrem Mut ein eigenes Museum in Ghana erhalten. Genau, weil sie die Waffen genommen hat und weil sie auch in Bezug auf Raubkunst sich sehr stark dafür engagiert hat, dass die Kulturgüter eben damals nicht geklaut werden. Es gibt ja die Diskussion heutzutage, Raubkunst zurückgeben, ja oder nein, weil wir haben ja immer noch viel Kunst, was aus anderen Ländern kommt, unter anderem aufgrund der Kolonialgeschichte. Und sie war eine Frau, die sich auch in Bezug auf Kunst engagiert hat, dass es eben nicht entrissen wird. Genau. Ich weiß nicht, war jemand vielleicht hier im Humboldt-Forum? Wobei im Museum 5 Kontinente? Ja, genau. Was ist dir was da aufgefallen? Das ist schon fast 1,5 Jahre her. Ach so, okay. Aber es war auf jeden Fall ein Thema, gehe ich da jetzt hin oder nicht? Genau. Ja. Okay. Also Museum 5 Kontinente, vielleicht wenn ich es sage, erinnerst du dich wieder im Humboldt-Forum, gibt es sehr, sehr viel Kunst aus Kamerun, aus Tansania, aus Äthiopien. Und viele dieser Kunstwerke, die wir heute in Deutschland haben, wurden in der Zeit der Kolonialzeit entrissen. Ne? Und es gibt heute sowohl Leute in Deutschland, als auch in Frankreich, als auch in Afrika, die sich eben dafür engagieren, dass es zurückgegeben wird, also restituiert wird. Ne? Und diese Frau, die ich vorhin gezeigt habe, Yaa Asantewaa, hat eben dafür hat eben dagegen gekämpft, dass diese Hauptkunstgestehen geklaut wird. Genau. Unter anderem der berühmte goldene Stuhl, der bis heute in Großbritannien zu finden ist, der damalige Königsstuhl der Königin aus dem Reich Ashanti. Genau. Eine andere Frau, jetzt sind wir in der Zeit der Sklaverei.
Und zwar eine jamaikanische Legende, Granny Nanny, auch bekannt unter dem Namen Nanny of the Marines. Man muss sich so vorstellen, in der Zeit der Sklaverei gab es natürlich auch Widerstand, erfolgreiche Widerstandskämpferinnen. Und sie ist eine davon. Also sie hat es nicht nur geschafft, sie kam ursprünglich aus dem Reich Ashanti auch. Und sie ist auch auf dem 500-Dollar-Schein zu sehen, aber in Jamaika diesmal. Sie wurde aber versklavt in Jamaika von britischen Sklavenbesitzern. Aber sie hat es geschafft zu fliehen. Ja, und das haben viele andere auch geschafft. Und sie hat es geschafft, einen eigenen unabhängigen Reich zu gründen. Es gab viele Reiche, die von freien Sklaven damals gegründet wurden. Die nennt man in der Geschichte Quilombos. Und sie hat so ein Quilombo geführt. Also es sind freie Reiche, die von Sklaven, die es geschafft haben zu fliehen, gegründet wurden. Und sie hat außerdem noch geschafft, circa, sagt man, 1000 Personen, Frauen, Männer, Kinder zu befreien. Ja? Sie war eine sehr starke Kämpferin, sie war auch politisch sehr, sehr schlau, strategisch und sie hat es geschafft, über die Jahre mehrere Personen aus der Sklaverei zu befreien. Ja? Und deswegen ist sie, nicht, aber es gibt Bücher dazu. Da müssen Sie mal den Namen Granny Nanny auf jeden Fall notieren oder auch Nanny of the Marines, weil dazu gibt es Bücher. Granny Nanny oder Nanny of the Marines. Genau. Ja. Waren diese Gesellschaften, wo die Frauen, sage ich mal, mehr oder weniger an der Macht waren, auch matriarchatisch? Gute Frage, sehr gute Frage. Ich würde es auch so nennen, auf jeden Fall. Wir verstehen aber Matriarchat ganz anderes. Und zwar Matriarchat war eher, dass sowohl die Frau als auch der Mann in der Machtposition kommen konnte. Genau. Und dass da nicht wirklich unterschieden wurde. Aber es ist auf jeden Fall richtig, dass man vom Matriarchat spricht. Also ich habe lange her Ethnologie studiert, da war das Thema gerade nicht nur auf Afrika, aber auch auf asiatische oder lateinamerikanische Länder bezogen, dass da halt auch die zum Beispiel das Erbe und die Zugehörigkeit zu einer Ethnie durch die Frauen, die hier bestimmt werden, Frauen. Ist auch der Fall in Afrika teilweise. Also in Kamerun beispielsweise, das Erbe, das nennt man bei uns die Dakpo-Kultur im Westen, wird auch über die Frau mehrheitlich gegeben. Genau. Okay, aber hatte das jetzt auch ein Einfluss, also diese Vorstellung, dass quasi dieses Erbe oder auch quasi die Ethnie, die Zugehörigkeit durch die Frau geordnet werden kann, hatte das einen Einfluss darauf, dass die Frauen dann so eine starke Position haben? Ach so, okay, ich verstehe die Frage. Also aufgrund dessen, dass sie den Erbe so vergeben, dass sie die Position, das weiß ich ehrlich gesagt, also kann ich so nicht beantworten. Mhm. Ich kann aber sagen, zu der Königin Singa, die ich vorhin gezeigt habe, sie hat sich die Macht tatsächlich genommen. Also das hat ja nichts mit Erbe zu tun. Eigentlich sollte ihr Bruder König sein, aber sie hat die Macht an sich gerissen. Ja, also solche Fälle gab es auch. Genau, aber ich kann die Frage, glaube ich, pauschal jetzt nicht so beantworten. Ja. Genau, aber es gab Fälle, wo die Frauen einfach die Macht genommen haben, weil sie gesehen haben, unser Königreich ist vielleicht in Gefahr oder unsere Gesellschaft entwickelt sich nicht, die Menschen sind unzufrieden, deswegen nehme ich die Macht an mich, weil ich denke, ich kann es einfach besser machen für die nächsten Jahre. Genau, also solche Fälle gab es auch. Vor allem, wenn wir jetzt über die Königin Singa sprechen. Das war es meinerseits. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was dazulernen oder neue Informationen sammeln, die vielleicht hilfreich waren. Genau, mir hat es auf jeden Fall bis jetzt schon sehr viel Spaß gemacht. Genau, danke für die Aufmerksamkeit. Machen wir weiter. Das heißt, mein Tante. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was unsere Verein, wer wir sind eigentlich, was Ordnungspolitik ist. Nee? Okay, das habe ich. Es ist noch wichtig, da nochmal zu sagen. Also, die Veranstaltung heute findet statt. Das ist eine Veranstaltungsreihe Frau und Krisenzeiten, das Sichtbar im Unsichtbaren. Das heißt, wir sind eigentlich, also ich bin seit 2017 als Referentin tätig bei Frauenpolitik und wir behandeln unterschiedliche komplexe Themen, aber unsere Zielgruppe sind eigentlich erstmal Frauen, aber insbesondere Migrantinnen sichtbar zu machen, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo Migrantinnen sehr viele, wie viele andere Frauen, Herausforderungen haben, aber bestimmt noch Migranten, mehr Migranten. Genau, wir behandeln unterschiedliche Themen, arbeiten oder kooperieren auch mit Männern. Wir behandeln ab und zu mal auch Männerthemen, weil wir glauben, dass die Zusammenarbeit mit Männern ist auch sehr wichtig.
Mein Fokus wird dann München sein, das heißt München, also Integrations-, Anti-Rassismus- und Integration-Thema. Ich fange gerne an, mit was Positives ist. Das heißt, wir wissen alle, dass alles, was München bunt ist, oder? Genau, München ist sehr bunt, weil man sieht, dass es gibt auf jeden Fall 46% der Bewohner in München haben Migrationsgeschichte. Fast 96% der Schüler in Mittelschule in München haben Migrationsgeschichte. Ich bin zum Beispiel als Respektcoaches in Schule unterwegs auch und behandeln unterschiedliche Themen. Es könnten Rassismus oder Respektthemen oder Empowerment-Themen sein. Und ich habe einfach bemerkt, dass in jeder Mittelschule in München 46% haben Migrationsgeschichte. Und das ist wirklich eine so hohe Zahl, dass man kann sich nicht vorstellen, ja? Und 50% in den Krankenhäusern, und, also Migranten sind überall abgesehen, also nicht überall, aber sind fast überall tätig. Das heißt im Krankenhaus, es gibt hier auf jeden Fall sehr viele migrantische Organisationen oder Vereine. München ist auch für uns, zum Beispiel ist für mich mein Zuhause, weil meine Kinder sind hier geboren, ich lebe hier, ich bezahle Steuer. Ich bin Teil der Gesellschaft, ja. Und ich bin auch aktiv in München, weil ich glaube, ich bin auch hier zu Hause. Nicht, dass ich glaube, ich bin zu Hause. Aber wenn man, also wenn man genau so sieht, zum Beispiel auch hier die Ergebnisse, politische oder Wahlergebnisse, letzte Wahlergebnisse, man versteht, dass es gibt noch sehr viele Probleme. Zum Beispiel Migranten sind unterrepräsentiert. Wenn man die Kommunalebene sieht, nur 3% mit Migrationsgeschichte sind dabei. Wie viele Frauen mit Migrationsgeschichte sind auf Führungspositionen? Und was noch unglaublich ist, nicht in jedem Beruf sind Migranten repräsentiert, obwohl 46% der Münchenbewohner haben Migrationsgeschichte. Geschichte. Das ist ein bisschen für mich ein Kontrovers und ich verstehe nicht wieso, obwohl München eine bunte Stadt ist. Und man erlebt sehr viel Diskriminierung von der Gesetzgeber. Zum Beispiel Wahlrecht, es wird gesagt, Wahlrecht für alle. Stimmt das überhaupt? Wie viele Migranten können hier wählen? Oder wählen? Wählen. Ich habe noch eine Forschung durchgeführt und auch hier die schwarze Communities. 95% jeder hat auf jeden Fall Rassismus erlebt. In Schulen, überall. So, das ist ein Zitat, die mir sehr gut gefallen, also von Tupoka Ogete, sie ist ein Rassismus-Expertin. Also, mag jemand lesen? Magst du lesen, Miriam? Du. Danke. Ich wünsche mir, dass weiße Feministinnen genauso empört sind über Rassismus, über den Rassismus, den schwarze Frauen und Women of Color erleben, wie über patriarchale Strukturen. Das ist wirklich für mich, was denkt ihr? Das ist wirklich für mich eine sehr, sehr wichtige Zitat, weil ich glaube, dass alle Frauen müssen wirklich, also sich vorstellen, was könnte eine Frau mit, eine schwarze Frau hier erleben? Welche Diskriminierung, welche, also, und vor allem diese, ich sage einfach die gleiche Sache, ich mache weiter. So. Manchmal, Betroffene von Rassismus sind leider nicht bewusst, dass sie gerade Rassismus erleben. Also sie arbeiten mit Klientinnen, oder? Haben sie Erfahrung mit Rassismus? Sind sie selbstbewusst, dass sie, also können sie einen Beweis geben, dass sie wirklich von Rassismus betroffen sind? Oder verstehen sie, dass alle verstehen, dass sie Rassismus betroffen sind?
die Erfahrung. Okay. Ich kann Beispiel nennen. Ja. Ich komme ursprünglich aus Polen. Mhm. Und als ich ganz klein war, meine Schwester ist 2 Jahre älter als ich, sind wir zur Schule gegangen. Mhm. Und meine Schwester war dann in dem Alter, wo dann für sie quasi entschieden werden sollte, ob sie aufs Gymnasium oder damals auf die Hauptschule gehen sollte. Wir haben damals noch nicht so gut Deutsch gesprochen, unsere Eltern schon mal gar nicht, kannten auch das deutsche Schulsystem nicht. Und meine Schwester, die immer eine sehr ambitionierte Person war, sie wurde dann von der Lehrerin auf die Hauptschule geschickt. Ja? Und das ist für mich immer auch so ein Beispiel dafür, wie dieses systemische, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber ich habe anhand dessen gesehen, dass systemischer Rassismus schon an den Schulen vorhanden ist. Man dachte sich, okay, eine polnische Familie, ja, die Eltern reden nicht Deutsch und so weiter, sie wird dann wahrscheinlich irgendwie sich nicht weiter, sag ich mal, bilden wollen. Ja? Und wir sind dann wieder zurück. Meine Schwester hat die Uni als eine der besten abgeschlossen und so weiter und so fort. Und wären wir damals in Deutschland geblieben, hätten wir wahrscheinlich nicht die gleichen Möglichkeiten gehabt, wie wenn wir nach Polen gegangen wären. Ja? Also das ist für mich immer so ein einschneidendes und wichtiges. Ja, also nicht erlebt es, weil ich nicht selber davon betroffen wurde, aber das geht mir schon irgendwie nah, weil ich dann gesehen habe, dass Menschen, die oder junge Menschen, ja, in Deutschland recht schnell vom System ausgesiebt werden. Wer geht in die Hauptschule, heute Mittelschule, und wer geht aufs Gymnasium, wer dann bessere Chancen hat, natürlich dann an die Uni zu gehen und so weiter und so fort. Genau, danke dir. Reba Mell, auf jeden Fall, Rassismus erlebt man auf unterschiedlichen Ebenen. Als Frau, als schwarze Frau, habe ich selber auch sehr viele Erfahrungen. Ich bin auch Mutter und ich habe 2 Kinder und meine beiden Kinder, also ich will nicht nur negativ sein, aber das ist auch die Realität. Das ist leider die Realität gerade in Deutschland. Also man erlebt Rassismus auf individueller, struktureller und institutioneller Ebene. Man muss auf jeden Fall auch die positiven Aspekte sehen, weil wir wollen nicht nur negative Aspekte zeigen, weil wir leben auf jeden Fall in einem Land, wo es wird auf jeden Fall viel gemacht. So. Es gibt viele Vereine, sind aktiv, zum Beispiel es gibt auch den Migrationsbeirat. Es gibt viel, wie sagt man, Austausch oder Diskussion über Migrationsthemen, über Inklusion, und Migration wird nicht immer nur als Negative präsentiert, Gott sei Dank. Also, und es gibt viele Angebote an Schulen, Prävention, Sensibilisierungsarbeit, was wir gerade auch machen, aber leider ab nächstes Jahr wird nicht mehr solche Angebote in Schule geben, wegen die Kürzungen. Was brauchen wir, um Teil sein? Für mich ist sehr wichtig, gleiche Rechte für alle. Chancengleichheit in Schulen, es wird viel über Chancengleichheit gesagt, aber das ist leider, die Realität ist voll anders. Es gibt, also es sollte mehr Präventionsarbeit, Sensibilisierung von Institutionen, Behörden, Schule gemacht werden, weil für zum Beispiel für die Migrationsbeirat, für den Migrationsbeirat, weil ich war auch kandidiert, sobald ein Migrant, das heißt Migration, mit Migrationsgeschichte, Familie, einen Brief zum Beispiel von Behörde erhalten haben. Sie lesen einfach nicht diesen Brief, weil das ist wieder Terror, das ist Angst, das generiert Angst. Warum bekomme ich einen Brief von denen? Was wollen sie von mir? Das bringt sofort die Unsicherheit und auch diese Unzufriedenheit. Oder viele sagen, ja, nee, ich lebe hier, ich weiß, dass ich darf einfach nicht weit wählen. Und das ist noch wirklich viel zu tun. Wohnungenrecht für alle.
Schwarze, gelbe Leute, alle haben Recht, um eine Wohnung zu haben. Wenn wir über Empowerment reden, ich glaube, jeder braucht immer ein Vorbild. Es gibt viele Frauen, viele Leute, die sich für diese engagiert. Zum Beispiel diese Künstlerin Vivian Timothy, durch ihre Malarbeiten erzählt auch, was sie als schwarze Frau, was sie alles erlebt. Viele Frauen leisten einen enormen Beitrag für die schwarze Community zum Beispiel. Das ist zum Beispiel Frau Kodua, sie wohnt in Hamburg und sie schafft viele Bücher. Sie ist in Ghana, wenn ich es richtig aus Ghana. Sie ist als sehr jung in Deutschland angekommen. Sie ist Mutter auch und schafft sehr viele Bücher, Kinderbücher. Sie hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, Mein Dachskind, wo sie ihre Lebenserfahrung in Deutschland mit ihrer Familie. Das ist eine Umfrage von der Agentur für Grundrechte, wo Deutschland und Österreich in erster Position als rassistische Länder in der EU draußen gekommen sind. Und man fragt sich weiter, wieso, warum, was ist eigentlich los in Deutschland? Obwohl zum Beispiel in einer Stadt wie München 46% der Münchenbewohner haben Migrationsgeschichte, obwohl München bunt ist. Ja. Ja, also ich kann einen der Hauptgründe sagen. Ich bin auch für einen Verein aktiv, der heißt Eine Schule für alle, setzt sich eben für eine Gemeinschaftsschule ein, weil eben die Trennung in der Schule schon so früh stattfindet. Das ist halt einfach eine Selektion. Ich meine, die Guten kommen aufs Gymnasium, eben über 90% haben quasi deutschen Anteil. Und wie wir vorhin gesehen haben, die Mittelschule, also die Hauptschule, 96% ist eben ausländischer Anteil, und dadurch ist das, also solange sich die Schule leider Gottes nicht ändert, diese Selektion, wird sich auch die Gesellschaft nicht ändern, weil eben die nächsten Generationen bilden einfach die Gesellschaft. Ja, voll. Ich habe erst vor kurzem einen Begriff zu, einen Text gelesen zu Integrationspolitik und wie fordern und fördern da relevant ist. Also es wird von MigrantInnen denen wird Förderung nur angeboten, wenn sie selber dann quasi das leisten. Zum Beispiel, du wirst integriert, wenn du die Sprache besser lernst. Wer lernt dann die Sprache besser? Die Migrantin selbst muss die Sprache besser lernen. Das fängt schon da an. So. Ja, plus alles, was Migrantinnen gut oder schlecht machen, wird auf gelungene oder nicht gelungene Integration zurückgeführt, was ein totales Paradox ist, weil es hier überhaupt nicht... Also dann ist die Integration vom Staat gut gelungen, und was eigentlich Aufgabe der MigrantInnen ist, sich zu integrieren. Also genau. Ja. Deswegen für mich zum Beispiel dieser Begriff Integration, ja. Das bin ich einverstanden. Entweder wir sagen, wir sind Teil der Gesellschaft, oder wir sind Teil dabei. Unsere Forderung an der Politik, für mich die Integration sollte nicht nur auf einer Seite stattfinden, sondern sowohl Migrantinnen als auch Deutsch. Also die Integration muss gegenseitig stattfinden. Es ist wirklich sehr wichtig. Mehrsprachiges Angebot, weil wenn wir reden über eine gute oder internationale Stadt wie München, es kann nicht sein, dass man bekommt nur alle Unterlagen nur auf Deutsch, sondern es muss mehr Angebot, sprachliche Angebot geben. Und was mir auch nochmal wichtig ist, nicht nur Integrationskurs, sondern Internationalkurs geben, weil wir lernen hier in Deutschland von Deutschen, aber das ist ein Austausch, finde ich. Ein kulturelles Austausch. Wir lernen viel von hier, aber auch Deutschleute lernen auch viel von uns. Das ist wichtig zu sehen, dass die Migration so zu sehen. Empowerment-Strukturen sind auch sehr wichtig, oder Schutzräume, weil es gibt sehr viele junge schwarze Frauen oder Mädchen, die einfach keinen Mut finden. Ich war Montag in einer Schule,
Und da gab es zwei junge Jugendliche aus Senegal. Sie hatten Angst, einfach sich zu. Hallo, wie heißt du? Sie hatten Angst, sage ich, hey, du musst sprechen, du brauchst das. Diese Leute brauchen Schutzräume, wo sie sich auch also Identifizierungsräume, Austausch haben mit Leuten, die haben ähnliche Erfahrungen wie sie. Das ist wirklich sehr wichtig. Ich glaube, wir wollen auch gerne jetzt was künstlerische Reflexionen und Kreativität machen. Das heißt, wir werden malen oder die was schreiben. Oder wenn man sagt, ja, ich will auch einfach singen, das geht auch. Ich werde jetzt den Kunstmaterial teilen und jeder kann etwas malen oder präsentieren, zeichnen und am Ende wird dann präsentiert und gesprochen. Genau.